Louis Schneider ist Leiter des Freilichtkinos Berlin-Friedrichshain. Das Kino sah nicht immer so schön aus. Wie fing alles an? Als wir es 1999 übernommen haben, war das noch ein ziemlich von der DDR-Armee gebautes wildes Gelände, aber war eigentlich schon ganz schön, vor allem richtig im Grün mit vielen Bäumen. Und ist dann 2002 ist es mit Europamitteln sehr umfangreich saniert und renoviert worden. Sie sind ja ein Programmkino. Nach welchen Kriterien suchen Sie die Filme aus? Ja, es starten jede Woche so viele Filme in den deutschen Kinos, dass man die gar nicht alle sehen kann. Deswegen suchen wir schon auf Festivals sehr viele Filme, wo man in wenigen Tagen 20, 30 Filme gucken kann und versuchen die dann schon für unser Publikum auszuwählen. Es starten so viele tolle Filme auch, die man als normaler Kinozuschauer verpasst und wir versuchen hier die besten davon zusammenzustellen. Was machen Sie im Winter, wenn das Kino nicht läuft? Ja, das Kino ist so viel Arbeit, dass ich das ganze Jahr dafür arbeite. Es gibt viele Sachen immer zu beantragen. Es gibt die Verhandlungen mit den Medienpartnern, mit den Sponsoren und natürlich das Filme gucken. Ich bin das ganze Jahr sehr gut beschäftigt damit. Welche Filme kann man im nächsten Monat sehen? Also wir haben im Juli ein paar Highlights hier. Das sind natürlich so Filme wie Walk the Line und Syriana, die man hier gucken kann. Als ganz besonderen Event haben wir im Juli Charlie und die Schokoladenfabrik als Familientag für 4 Euro Eintritt. Und solche Sachen haben wir auch öfter, wie im August dann auch noch das Kinderkino Mondlichtfest, was man nicht vergessen darf.